Hey, was geht ab, Leute? Hier am Bordeauxplatz. Mit einem neuen Kumpel. Ja. Der Anführer der Gelben. In einem bestimmten Gebiet. Und das darf ich nicht sagen, welches Gebiet. Niantic hatte 10, 12 Minuten Verspätung, aber Event ist da. Kein neuer Ladescreen. Bisher. Ich bin enttäuscht, aber. Richtig traurig eigentlich. Ja, aber Candies gibt es jetzt doppelte. Das erste Pokémon ist mir geflohen. Taubsi. Hier seht ihr zwei Polygons. Wir sind ein bisschen zu geizig, um jetzt die Module zu starten. Beziehungsweise eher. Lava. Ich habe nur zwei. Ich habe auch nur zwei. Aber ein paar Kollegen müssen gleich kommen. Hast du noch Kumpels, oder? Die essen noch. Dann geht's hoffentlich los. Aber nicht so viel los, ich weiß nicht. Vielleicht arbeiten noch Leute. Die meisten wollten um 9 erst kommen. Ein paar wollten auch zum Schloss. Ich weiß nicht, was heute abgeht. Erster Tag immer sehr unkoordiniert. Ich bin echt glücklich, Mann. Ja, nach 3 Monaten kommst du mal wieder raus. Ich weiß schon, ich hab Enfi trainiert, Mann. Keine Zeit. Du bist tot, Mann. Servus. Das ist Milos. Grüß dich, Dimi. Freut mich. Ein gelber Freund. Oh mein Gott. Er auch, ne? Nein, so, ich hab keine gelben Freunde. Ich hab extra... Sehr rar. Jetzt zünden wir, oder? Ja, warte. Die waren halt blau und rot. Okay. Und die wollten mich auf ihre Seite locken jeweils. Ich so, scheiß auf alle, ich nehm gelb. Beste Entscheidung meines Lebens. Kannst du zünden? Ich kann zünden. Oh mein Gott, was mit dir passiert? Ich bin doch nicht badisch, Mann. Platz Nummer 4, ich bin Nummer 3. Nein. Doch. Bei was, oder? Ja, ich hab schon WLAN angemacht. Was für WLAN? Für was? Ich hab die Module auf einem anderen Account. Ah, okay. Oh mein Gott. Das heißt, die Leute können nicht mal sehen, dass du sie geschmissen hast, oder was? Doch, doch. Bad Boy Buddha. Wenn man Bad Boy Buddha kennt, müsste man den anderen Namen auch erkennen. Außer man ist zu dumm dafür. Also die Jungs haben sich entschlossen, doch Module zu schmeißen. Das Bordeaux-Platz geht heute auf uns. Hey, schmeißt ein Modul? Ja, wir schmeißen alle dann eins. Gut. Alles klar, wir haben noch einen gefunden, das heißt jeder nur eins. Dann jeder nur eins, auf geht's. Sehr gut, dann zünden wir, auf geht's. Der Ladebildschirm hat sich immer noch nicht geändert. Ich habe eins gezündet. Ja, ich mache auch gerade. Ja, ich habe eins hingesetzt werden, sagt er irgendwie. Achso, vielleicht weil ich das gerade gezündet habe. Wahrscheinlich haben wir am selben Ding. Du musst aufs Modul gehen. Okay, los geht's. Schmeiß mal ab. Extra für euch. Ha? Extra für euch. Deswegen habe ich ja den Account gemacht. Fat but famous, geil. Und los geht's. Fahren wir ein bisschen. So ist es. Okay, mir ist kalt, ich geh heim, Jungs. Das Event hat angefangen, Dimi der Leidende hat mir wie immer seine leidenden Geschichten erzählt, dass er gestern seine Labrüstung Galaxy verschickt hat. Er spielt so 2 Monate nicht, auf einmal gestern verschickt er seine Sachen. Ich habe keinen Platz gehabt, wegen Farmen. Was für Farmen? Wo warst du Farmen ohne mich? Oh mein Gott! Aber Daratini für mich wichtiger, die habe ich noch. Ja, okay, sehr gut. Da waren eh nicht so viele Relax und Labras. Ich habe ja nur eine Scannertour mitgemacht. Wir wissen. Die andere muss ich ja krankheitsbedingt ausfallen lassen. Krankheitsbedingt, ja. Wir haben jetzt ein paar Stunden am Bordeauxplatz gefarmt, aber war nicht so viel los. Überraschenderweise sehr wenige Leute. Die paar Leute, die gekommen sind, sind ohne uns auf Scannertour gegangen. Das geht echt gar nicht, Leute, falls ihr das seht. Aber mein Kumpel Milos hat Auto klar gemacht.
Auf geht's. Ich hab hinten. Mach, was du willst, Mann. Du musst ja navigieren. Ich hab nämlich hier rechts. Schnell. Warte, ich hab's gleich. Oh, yes. Ich hab's schon mal nicht. Unser Fahrer hat Probleme, er leidet ein bisschen. Erster Stop, 100% Polygon. Ah, da ist es. Okay. Markiert. Jetzt sind Licht irgendwo. Licht, ja. Oh, yes. Okay, ich habe eine neue Nachricht von der Topscan-Gruppe. Nicht nur du, aber oh, yes. HP-Attack. Mordzi 100%. Das war's, Jungs. Das holen wir jetzt nicht. Nee, ich hab schon eins. Ich hab noch eins, aber... Schau ihn an, ich hab schon eins. Vom Ding sogar, vom Halloween-Event. Warte, ich schau mal wegen da. Habt ihr es beide schon gefangen? Ja. Ich hab's, ja. Ich hab's auch. Hast du's? Yes, sir! Ja gut, 100%. Ich habe erst eins mit 100. Ja, das ist es schon. Ist es das? Angriff und Verteidigung 15, ja. Ist schon das. Ich glaube, ich entwickle es gleich. Ich brauche noch einen Corner. Ja, stimmt, einfach mal um zu schauen, oder? Einfach so. Bisschen Action für die Videos. AP, Attack, Defense, awesome. Alles klar. Schlupf schon wieder. Hier. Hoffentlich kommt der auch 100%. Ja, hoffentlich kommt der auch 100%. Deswegen ist er bei dem Event dabei. Alle vom Event 100% müssen wir ausnutzen. Ja. Schaneda 100%. Ja. Stimmt, Schlupf ist auch super selten, gell? Danach. Ja, stimmt schon. Schaneda 100% wäre echt zu krass. Ja. Das war echt richtig bitter. Erfolgreich? Auf jeden Fall. Malt sich. Ich verzeihe dir das mit Pinsel. Ist okay. Wir haben noch einen Schluck gefunden. Ja. Hau rein. Ja, du auch. Das war's. Erfolgreiche Tour. Was wir alles gefangen haben, seht ihr dann demnächst. Das war's von der Tour, also das Übliche, also hab euch nicht alles gezeigt, wir haben noch 100% Schlupf am Ende gefangen und 100% Pi, ja, und dann noch eine Menge Tratinis, also das Übliche. Ich konnte dann nicht weiter filmen, weil Dimi zu groß ist und vorne sitzen musste und ich kann halt nur als Beifahrer sitzen, wenn ich die Kamera auf das Armaturenbrett lege. Ansonsten war eine erfolgreiche Jagd, wir haben leider 100% Pinsir nicht mitgenommen, aber ansonsten war es sehr erfolgreich. Das Event gibt ja alles doppelt, auch verschicken. Da haben sich viele Leute ein paar Sachen angespart, ich auch. Zum Beispiel Galaxo, Labgas und Dratinis. Die werde ich jetzt verschicken. Dann schauen wir mal, wie viele Bonbons ich bekomme. Das erste Pokémon geht Janerga. Janerga habe ich einen guten, der auch hohe WP hat. Dann hier irgendwo habe ich einen sehr guten, 96 ist der, glaube ich. Den haben wir auf der Tour gefangen. Aber der hat halt nur 107. Sprich, die werden alle weggeschickt. Auch der 96er, also den werde ich sicher nicht pushen. Ich habe noch Hoffnung, dass ich auf der Tour, also während des Events, ich mache noch mehrere Touren, einen 100% Janerga finde. Das wäre echt der Hammer. Das waren die Janergas. Ansonsten Labgas. Labgas eigentlich echt unnötig. Ich werde kein einziges Labgas pushen, bis sie irgendwie ein paar Veränderungen an den
WPs von Lapras durchführen. Aber zum Kämpfen trainieren ist er nicht schlecht, genauso wie Galaxo. Ihr kennt das Video, wo ich 1,5 Stunden gegen diesen Verrückten gekämpft habe, dagegen trainiert habe. Da habe ich die ganzen Lapras und Galaxos benutzt, die wir so gefangen haben. Deswegen fällt es mir auch ein bisschen schwer, die irgendwie zu verschicken. Vor allem bei Galaxo, bei Lapras jetzt nicht so. Ich überlege gerade, was ich verschicke. So die 2000er nicht. Ich glaube... Also ich habe eigentlich auch kein gutes Lapras, also das es wert wäre zu pushen. Ich verschicke mal hier so die in der Mitte, die über 1800 behalte ich zum Pushen und Kämpfen und die über und die so 1200 bis 1000, die behalte ich auch, also unter 1000 weg. Zu viele Nachrichten. Also die unter 1000 können auch alle weg. Weg, 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 weg. Die 1000. Und die über 1800. Okay, passt. 21. Macht 42 Bonbons. Krass. Das sind 10,5 Labgas. Wenn man so fängt und verschickt. Normal, ohne Event. Dann Galaxo habe ich 4 gute, also die, da fällt es mir wirklich schwer, vor allem weil Galaxo theoretisch das letzte Pokémon war, was mir gefehlt hat. Es war eigentlich Glugak, aber den kann man ja ablaufen, konnte man ablaufen, was ich auch gemacht habe. Und Galaxo der letzte, den ich fangen konnte, musste. Was verschicke ich hier? Ich glaube, den verschicke ich. Obwohl, der hat glaube ich. Ne, der hat schlecht erwiesen, okay. Also den verschicke ich. Und alle unter 1000. Also von mehr kann ich mich echt nicht trennen. Und den nicht, den hat die mir im Friedhof gefangen. Den kann ich auch nicht verschicken. Obwohl, irgendeiner hat Barisch auch gefangen im Friedhof oder so. Wenn ich den von Barisch nicht behalte, dann auch nicht den von Tati. Okay, die anderen, mit denen kämpfe ich echt zu oft. Die kann ich nicht, echt nicht losschicken. Nur 14, 28 Bonbons. Jetzt kommen wir zu den Dratinis. Das ist echt traurig, ich habe eigentlich kein einziges Gutes. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Weg, weg. Das 572er ist nur das zweitbeste Bewertungsding, aber hat halt am meisten WP. Der Rest ist schlechteste Bewertung oder vorletzte. Weg, 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 weg. Der 403, den habe ich vor kurzem einfach so spontan am Schloss gefangen, auf dem Weg zum Schloss sogar nur. Der hat 83%, aber nur 400, aber den behalte ich erstmal, weil das von den IVs ja mein Bester ist momentan, was eigentlich traurig ist. Also nicht mein Bester, ich habe noch zwei bessere, aber die haben noch weniger CP. Alles weg, alles nutzlose Dratinis, aber viel Bonbons. Weg, 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 weg. Der muss eigentlich auch weg, aber ich gehe gerade mit dem. Und hier seht ihr es, ich habe einen 98er. Und ein 96er, beide mit 167 und 166. Was eigentlich für mich preis-leistungstechnisch viel zu teuer ist zum Pushen. Aber bisher ja nichts Besseres gefunden. Eigentlich kann dieser Dragoran auch weg, aber der ist echt Erinnerungsstück an Michi. Schaut an ihn, wie wir das Dragoran noch erwischt haben. 70, das sind 140 Bonbons. Das ist ein Dragoran und ein bisschen Pushen. Das war's von uns und sozusagen der ersten Folge, dem ersten Tag vom Event. Während des Events wird viel gefarmt und viele Touren gemacht. Schauen wir mal, was ich euch davon alles zeigen kann. Ist eigentlich immer wieder dasselbe. Ansonsten
wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr so während des Events macht. Und vergesst nicht, Pokémon ist Serious Business.